Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Wir machen einen kleinen VfR-Flug auf der Online-Plattform. Iwao. Das Wetter in Stuttgart ist leicht beschissen bis ziemlich beschissen. Wir werden einfach erstmal bei Stuttgart Rollkontrolle anfragen, ob wir überhaupt einen VfR-Flug machen dürfen. Link engaged. Stuttgart Rollkontrolle, Delta Echo, Mike Alpha X-Ray, hallo. Member Delta Echo, left. Mike Alpha X-Ray, Stuttgart Crown, schönen guten Abend. Delta Echo, Mike Alpha X-Ray, eine Robin DR400 am Parkplatz der Allgemeinen Luftfahrt VfR Platzrunden. Bitte Rollfreigabe. Delta Alpha X-Ray, Roger. Die Platzrunden sind genehmigt. QNH 1017, rollen Sie über Exit 3, November, Foxtrot und Echo zur Piste 25, der Squawk 7000. Rolle über Roll, Rolle zum Rollhalt Piste 2.5 Member über left. Exit 3, November, Foxtrot, Echo, QNH 1017, Squawk 7000, Delta Echo, Mike Alpha X-Ray. Member joined. Also, wir haben jetzt unsere Rollfreigabe erhalten, dürfen jetzt zur Piste rollen und dann rollen wir mal los. Geben leicht Gas. Stellen noch den QNH mit B auf. Schauen uns das hier mal schön an. Das ist doch wunderbar. Da hinten steht eine Lufthansa-Maschine. Ich hoffe mal, die Sichtbedingungen erlauben es uns einigermaßen. Ja, gesagt, Exit 3. Stuttgart Bodenkontrolle, Delta Echo Mike Alpha X-Ray. Ist Rollweg November korrekt? Member Delta left. Alpha X-Ray, positiv. Verstanden, danke, Delta Alpha X-Ray. Geben wir ein bisschen mehr Gas, dass wir auch mal ein bisschen hier vorankommen. Jetzt wollen wir ja ewig, bis wir da vorne sind, ne? Wollen wir ja nicht. Oh. Schade, wir sind gerade momentan mit Stuttgart Tower allein. Oh, wir rutschen. Vielleicht doch ein bisschen schnell unterwegs. Es könnte ja lustig werden, bei dem Regen überhaupt was zu reißen in Bezug auf Platzrunden. Naja, wir rollen jetzt einfach in unserer DR400 entspannt zum Start, schauen, ob unser Tank noch das hergibt. Oh! Hoppala! Da habe ich uns unsere Treibstoffzufuhr zugemacht. Und dann ist er wieder. Da, wir rollen zur Landebahn. Das ist doch sehr schön. Wir rollen zur Landebahn. Im Flugzeug ist Rauchen verboten, das ist sehr schön. November, Foxtrot und Echo. Na, müssen wir hier rein, ne? Hoffen wir mal, dass es auch gleich losgeht, ne?
Bitte Alpha X-Ray, rufen Sie den Stuttgart Tower auf 118,8. Tschüss. 118,8 Stuttgart Turm, Dankeschön für den Service. Tschüss, Delta Alpha X-Ray. Link disengaged. Stuttgart Turm, guten Tag, Delta Echo Mike Alpha X-Ray, freigegeben zur 25, momentan auf Echo. Delta Mike X-Ray, schönen guten Tag, Stuttgart Tower, Starterlauten verteilt, Wind 284 Grad, 04 Knoten, bis zu 25. Fliege in die Rechtsplatzrunde. Piste 2.5, Piste 2.5 Start frei, Delta FX frei. Delta Mike 3, rechte Platzrunde ist genehmigt, nach dem Abheben fliegen Sie in die rechte Platzrunde und fliegen Sie in den Gegenanflug der Piste 2.5. Nach dem Abheben in die rechte Platzrunde und melde Gegenanflug zur Piste, Delta Alpha X3, Dankeschön. So. Wir sind freigegeben zum Start auf der wunderschönen 25 in Stuttgart. Und geben jetzt Vollgas. Und da gibt unsere Robin auch schon richtig Dampf. Es ist leicht holprig. Leicht bis mittelschwer bewölkt in Stuttgart. Es regnet. Und die Maschine wackelt über die Betonplatten. Und wir sind in der Luft. Und den Transponder müssen wir auch natürlich anschalten. Oh, der Wind treibt uns ziemlich nach Landebahnseits. Wenn wir ein bisschen gegensteuern. Dann ziehen wir leicht hoch. Sodass wir auf Höhe des Terminalgebäudes dann nach rechts umdrehen können. Wir bleiben in niedriger Höhe. Versuchen auch die Landebahn hier einigermaßen zu halten. Der Wind sagt verlautbart nichts Gutes und wir drehen rechts in die Platzrunde. Da ist ein A320 der Germanwings. Und Geschwindigkeit können wir ein bisschen rausnehmen. Das sind Querabflug. Und gehen jetzt in den Gegenanflug. Ein bisschen niedrig sind wir, aber ist ja kein Problem. Und dann melden wir auch den Gegenanflug. Stuttgart Turm, Delta Echo Mike Alpha X-Ray, gegen eine Flugpiste 25. Erbitten Freigabe zur vollständigen Landung. Vollständige Landung ist genehmigt, Delta Mike Alpha X-Ray. Vollständige Landung genehmigt, Delta Alpha X-Ray. Dankeschön. So, wir sind freigegeben zur vollständigen Landung auf der 25, denn wie wir sehen, die VFR-Flugbedingungen sind nicht gerade so schön und gegeben. Wir sehen zwar ein bisschen was, aber ganz so gern bin ich in dem Wetter nicht unterwegs. Ja. Unsere Cockpitscheibe hat hier auch schon ein paar Risse, was ich nicht so gut finde. Ich sehe auch schon die Stuttgart mit Anflugbefeuerung. Es ist abends, wir wollen die Maschine langsam abstellen. Kostet uns ja auch viel Geld, wenn wir da landen. Member joined. Und wenn jetzt eine Maschine auf dem ILS ist, haben wir verkackt. Tower, die Connor 762, Servus, Information Fox, ILS 21, Connor 762. Delta Alpha X-Ray, verlängern Sie Ihren Gegenanflug, Delta 25, bitte. Verlängere Gegenanflug, Piste 25, Delta Alpha X-Ray. Und wir haben gerade gehört, da ist eine Maschine auf dem ILS, wir müssen unseren Gegenanflug. Good evening, Stuttgart Tower, continue approach, I'll call you back. Wir
Wir driften leicht ab. Stuttgart Tower, die Condor 762, did you copy? Last transmission, Condor 762. Condor 762, wind is 290 degrees, four knots, runway 25 clear to land. Clear to land. Jetzt kriegt die vor uns die Rollen. Ja, wir sind ziemlich am Arsch, weil die andere Maschine vor uns ihren ILS-Anflug genehmigt bekommen hat. Wunderschön. Jetzt haben wir wahrscheinlich das schöne Glück, dass wir nicht mehr runterkommen. Stuttgart Turm, Delta FX-Reihe, irgendwelche Anweisungen für uns? Delta Mike X-Reihe, drehen Sie nun in den Queranflug der Typ 25. Drehen den Queranflug 25 Delta FX-Reihe. Alles, wir gehen jetzt quer zur Landebahn. Request a long rollout, Condor 762. Condor 762, negative. Affirmative, 762. Bloß die zur Info. Ich hätte normalerweise gemäß TCAS schon ausweichen müssen. Es war ein bisschen knapp mit IFR-Flieger. Member joined. Stuttgart Tower, hallo, die Condor 916, Information Foxtrot, established runway 25. Condor 916, continue approach, your number 3, prepare for possible go around. Roger, Wilco, 916. Delta FX, im queren Flug 25. Jo, Leute. Ein Moment, Delta Alpha X3. Naja, das passiert auch manchmal, dass man einfach in die Warteschlange gesetzt wird, weil zwei RFA-Ler da sind. Condor 916, wind 297, jetzt kriegt ihr vor uns doch noch die Landefreigabe. 5, das ist ja wunderbar. Condor 762, contact Stuttgart Ground when vacated the runway on 118.6. Bye-bye. Stuttgart Ground on 118.6. Thanks for service. Bye-bye. Condor 762. So, Delta Mike X-Ray, sorry für die Verspätung. Drehen Sie zurück in den Queranflug der 225. Dreh zurück in den Queranflug 25, ist kein Problem, die Jungs müssen ja einen Zeitplan einhalten. Ja, die zivile Fliegerei hat, muss halt nicht so enge Zeitpläne einhalten wie die richtige Fliegerei, also was heißt richtige Fliegerei, die Linienfliegerei. Frage ist bloß, naja, 94% Treibstoff, wir sollten es schaffen zu landen. Ich hoffe mal, das geht sich noch gut aus, sonst haben wir ein Problem. Naja,
Dort schon. Machen wir schon. Wir sind ja hier Profis. Wird schon. Delta X-Ray, melden Sie Verkehr auf Ihrer 11 Uhr Position. Verkehren Sie Delta FX-Ray. Ja. Naja, wenigstens finden wir wieder zum Flughafen zurück. Drehen nun in den Endanflug bis zur 25 Delta FX, dankeschön. So, habt ihr den Kollegen gehört? Wir geben ein bisschen Gas. Weil die Winds sind doch hier ein bisschen straff. Schauen uns an, wo die Condor landet. Wunderbar, wir wollen nicht abdriften. Also. Jungs. Machen wir ja langsam in den Endteil gehen. Das ist wäre schön, wenn wir auch mal fing mal aus Stuttgart VOA zu. Naja. Fing aus Stuggi VOA zu. Ich sehe nix. VFA bei schlechter Sicht, ey. Hab mich eigentlich gar nicht clearen dürfen. Also hab mich gar nicht freigeben dürfen für VFR. Naja. Ich bin mutig. Stuttgart, komm. Condor 916, Stuttgart Ground, 18.6, bye bye. 18.6, danke und tschüss, die Condor 916. Remembered left. Da 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 da. Ah, da sind die Lichter. Versuchen wir mit Vollgas was zu reißen. Delta Mike X-Ray, Ihre Aussichten waren vollständig landen. Dies ist korrekt, Delta FX-Ray. Leute, da sehen wir die Lichter der Landebahn, das ist wunderschön. Delta FX-Ray, bitte Windinformation. Delta Mike X-Ray, Wind ist 300 Grad mit 9 Knoten. Da, dankeschön. Delta FX-Ray. Und Delta FX-Ray, ändern Flug Piste 25, Landebahn in Sicht. Delta Mike X-Ray, Wind ist 203 Grad, 6 Knoten, Landeerlaubnis erteilt. Landeerlaubnis für vollständige Landung erteilt. Dankeschön, Delta FX-Ray. So, Leute. Schauen wir uns das nochmal von außen an. Wir sind am bisschen fast dran. Aber auch der Wind ist hier ziemlich. Der mag mich nicht so. Der schüttelt uns hier als Light Aircraft ganz schön durch. Die Puppy Lights mögen mich auch gerade nicht. Jetzt normalisieren sie sich gerade. Und abbremsen. Oh, wir schlittern. Darf nicht so stark die Reifen benutzen. Schlittern ziemlich. So. Und da sind wir auch wieder aufgesetzt in Stuttgart. Impulsbremsen heißt's. Member joined. Das ist 75 wahrscheinlich auch auf dem ILS. So, Delta Mike X-Ray, ich bin offline. Viel Spaß noch und einen schönen Abend. Ja, ist okay, wir kontaktieren dann Stuttgart Ground. Wir sind mich gerade ausgerollt auf Echo. Dankeschön, Delta FX. Ich schicke dir auch noch einen schönen Abend. Tschüss.
So, dann müssen wir wohl Stuttgart Bodenkontrolle kontaktieren. Oh! Doch nicht. Stuttgart Approach ist online. Link disengaged. Langenradar, Servus, die Delta Alpha X-Ray auf Echo in Stuttgart, erbitten Rollen zum GRT. Delta Echo Mike, Alpha X-Ray, Langenradar, Servus, ist der Tower schon offline? Der Tower wollte gerade offline gehen, ja. Ja, alles klar, Delta Alpha X-Ray, rollen Sie zum Parkplatz Allgemeinen Luftfahrt über Echo, Sierra, Foxtrot und Eingang 3. Echo Sierra Foxtrot Eingang 3 zum GRT. Member Delta Joy. Echo Mike Alpha X-Ray, danke dir. So, jetzt rollen wir noch zum Parkplatz. Stellen unsere schöne DR400 ab. Da, da, da. Was kann es Schöneres geben? Aua. Hab ich gerade einen Schlag gekriegt, glaube ich. Naja. Gehen wir hier auf Sierra. Naja, naja. Ah, der Wind ist schon krass gewesen jetzt. Naja. Zum GAT roll ich, glaube ich. Ach nee, komm, ich zeig's euch noch schnell. Dann kriegt ihr vielleicht noch mal ein bisschen was hier vom Funkverkehr mit. Langradar für die Delta Alpha X-Ray. Delta Alpha X-Ray, fahren Sie fort. Delta Alpha X-Ray, ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, aber die Air Berlin hat gerade gesprochen und ich habe es nicht gehört. Hast du es verstanden? Member join. Delta Alpha X-Ray. Delta Alpha X-Ray, negativ, ich habe nichts gehört. Aber Info an alle, ihr könnt den Tower kontaktieren. Contact Tower, 118.8. New Towers online, see you later, bye. 118.8, danke dir für den tollen Service, bis dann, ciao. Delta Alpha X-Ray. Link disengaged. Ah, perfekt, super. Member join. 725, Echo ist korrekt. Startup approved, cleared Frankfurt, ETASA, Tri, Bravo, Departure Route, Flap and Cruise, Squawk 0621. Jo, Startup approved, cleared Frankfurt, ETASA, Tri, Bravo, out of 25, Flap and Cruise, Squawk 0621, 725. Airbnb 725, Redback korrekt. Stuttgart Tower, hallo, die Delta FX-Ray, war schon zum Rollen geklärt über Echo Sierra Foxtrot Eingang 3 zum GRT. Ja, Delta Alpha X-Ray, alles klar, weiß ich Bescheid, danke dir. Okay, wir sind nämlich immer noch geklärt, das konnten wir jetzt im Tower auch schön mitteilen. Joa, dann drehen wir jetzt hier schön auf. Oh ne, Foxtrot ist der da, so schräg nach vorne weggeht. Die Tuna in der Zero spricht immer noch nicht. Ja, Berlin Tunane Zero, ich sehe das Licht bei dir im TS, aber keine Voice-Funktion, also ich kann dich gar nicht hören. Ja, das habe ich ja gerade im Langradar auch versucht zu schildern. Jo, dann räumen wir mal hier lang. Schauen wir, was hier noch so ein bisschen in Stuttgart. Ach, da hinten stehen ein paar Maschinen am Gate. Was ist denn das da hinten? Eine Lufthansa habe ich schon erspäht. Lufthansa, GWI und Air Berlin. Oh. Richtiges deutsches Airline-Treff hier. Auf Eingang 3 und gleich auf den ersten Stand. Und wir sind angekommen. Stuttgart Tower, die Delta FX Ray ist an der Position. Ich danke dir für deinen tollen Service. Man sieht sich. Tschüss. Ja, danke dir. Bis Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen. Ciao. So. Und wir haben einen erfolgreichen Flug absolviert. Mit ein paar Höhen, ein paar Tiefen. Dann danke ich euch fürs wunderbare Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, Like. Über ein Like würden wir uns immer freuen. Dann denke ich, vielleicht sieht man sich das nächste Mal wieder bei einem Tutorial oder einem EO-Flug. Bis dann, ciao.